Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Hier werdet ihr zum Kaiju-Kundigen. Heute gibt es eine Kaiju-Kunde zur Entstehung von Krieg im Weltenraum. Der Film bringt uns zu einer kleinen Geschichtsstunde. Bereits in den 50er Jahren war weltweit das Interesse für den Weltraum immens. Die Rede John F. Kennedys, dass spätestens Ende der 60er Jahre der erste Mensch den Mond betritt, ist auch nicht mehr allzu weit entfernt. Zum Produktionszeitraum von Krieg im Weltenraum 1959 liegt dieser aber noch 10 Jahre in der Zukunft. Die Amerikaner und Russen starteten erfolgreich ihre Satelliten in den Orbit. 1959 schossen die Amerikaner das erste Foto der Erde aus dem Weltall betrachtet. Kurz darauf machten die Russen ein Foto von der Rückseite des Mondes. Der Ost-West-Konflikt hätte die Welt nicht nur in eine westliche Einflusssphäre und einen östlichen Machtblock, deren Grenze sich durch Deutschland zog, sondern auch in der Raumfahrt. Effektspezialist Eiji Tsuburaya meinte damals, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Menschheit auf dem Mond landet und man dann weiß, wie es dort oben aussieht. Also muss ein Film gemacht werden, bevor jemand den Mond betritt. Die Toho hatte bereits 1957 mit Weltraumbestien ihren ersten Beitrag geliefert, in dem es um das Weltall und außerirdisches Leben geht. Genau wie bei Weltraumbestien ist erneut Yujiro Okami für das Drehbuch verantwortlich. Dieser war äußerst technikbegeistert und außerdem Pilot bei der japanischen Luftwaffe JSDF. Okami wollte das Finale auf der Oberfläche des Mondes stattfinden lassen. Ausschlaggebend waren Fotos von der Mondoberfläche, die die Russen kurz vorher veröffentlicht hatten. Nachdem Okami mit der Geschichte fertig war, schrieb Shinichi Sekizawa das Drehbuch. Einen Bezug auf Weltraumbestien gibt es aber nicht. Dadurch, dass im Film zwei Charaktere auftauchen, die auch bei Weltraumbestien zu sehen sind, gibt es die Theorie, dass es sich um einen offiziellen Nachfolger handelt. Bestätigt wurde dies aber nie. Zu den wiederkehrenden Charakteren gehören die Rollen des Dr. Adachi und Etsuko Shirashi. Dr. Adachi wird im Weltraumbestien von Takashi Shimura verkörpert, hier von Korea Senda, und Etsuko Shirashi damals von Yumi Shirakawa und im Krieg im Weltenraum von Kyoko Ansai. Allgemein besitzt der Film einen starken internationalen Cast, welches im Intro zu sehen ist. Dem Zuschauer wird ein neues Team von Schauspielern vorgestellt. Zu den Hauptdarstellern gehören Ryo Ikebe, Kyoko Ansai, Korea Senda, Lance Stanford und Yoshio Tsuchiya. Die Charaktere sind allesamt sympathisch und machen das, was der Charakter ebenso machen muss. Am stärksten fällt Hauptdarsteller Ryo Ikebe auf. Er ist ein typischer emotionskarger Held, der das tut, was emotionskarger Helden ebenso tun. Trotzdem schaut man ihm gerne zu. Insgesamt ein gelungener Cast. Am herausragendsten spielt Yoshio Tsuchiya. Er wird von Natal unter ihre Kontrolle gebracht und spielt hervorragend den ferngesteuerten Befehlsausführer. Seine Idee war es auch, die Schwerelosigkeit im All schauspielerisch darzustellen. Seine Kollegen waren erst dagegen, aber er konnte Honda überzeugen und er setzte schließlich Tsuchiyas Ratschlag um. Das Drehbuch orientiert sich erneut wie Weltraumbestien an den Invasionsfilm. Kleine Logiklücken sind zu erkennen. Das Stärkste, was auffällt, ist, dass die Aliens ab dem zweiten Akt erstaunlich untätig sind und oftmals den Menschen Zeit geben für Gegenmaßnahmen, obwohl sie gleich zu Beginn sehr aggressiv und zerstörerisch vorgehen. Doch das Invasionsthema ist wie bei Weltraumbestien erneut nur die dramaturgische Hülle des Films. Regisseur Honda glaubte stets, dass der wissenschaftliche Fortschritt die Nationen zusammenbringen würde. Diese Botschaft ist die deutlichste Sichtweise, die Honda auf die Welt damals hatte. Denn es gibt den internationalen Zusammenschluss des Weltrates. Eine deutliche Anlehnung an die UNO. Diesem unterstellt ist auch eine Abteilung, die sich mit Raumfahrt und Weltall beschäftigt. Diese Wissenschaftler, Ingenieure und Politiker werden nicht nur von den Großmächten gestellt, sondern auch von kleineren Staaten, damals wenig einflussreiche Staaten wie Indien und die Philippinen, sowie ehemalige Kriegsgegner und Verbündete. Es gibt sogar einen deutschen Bundeskanzler, der bis zum Finale dabei bleibt. Eine Antikriegsbotschaft des Films sticht sicherlich nicht gleich heraus, aber sie ist enthalten. Als das Team Richtung Mond fliegt, kommen ihnen die Trümmer der zu Beginn zerstörten Raumstation entgegen. Zuerst wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Feindkontakt handelt. Als sie sich nähern, sehen sie, dass es die Trümmer der Station sind. Schockiert stellen sie fest, dass ein Mitarbeiter vereist in dem Trümmerfeld mitzieht. Stark mitgenommen von dem Moment beginnt die Crew zu beten. Regieassistent Koji Kajita meinte zu der Szene: "So war Honda. Es kam von seiner Kriegserfahrung." Er wollte die Trauer, die durch den Krieg entsteht, damit ausdrücken,
dass um die Opfer gebetet wird. Die Location für das Space Center war der Komplex der 1964 in Tokio stattfindenden Olympischen Spiele. Dieser war für die ein Jahr zuvor veranstalteten Asienspiele fertiggestellt worden. Der Komplex verleiht dem ausgedachten Space Center enorme Glaubwürdigkeit. Man hätte dafür kein besseres Objekt finden können. Bei diesem Film fällt die in den Spezialeffekt-Szenen hervorragende Ausstattung aus. Dieses ist dem Szenenbildner Shigeru Komatsuzaki zu verdanken. Er ist vor allem als Maler bekannt und ist einer der erfolgreichsten Akteure in der Science-Fiction-Community Japans. Komatsuzaki wollte in diesem Werk die Realität mit der Fiktion verbinden. Dank seiner kreativen Ader haben wir unter anderem die Mondfahrzeuge zu verdanken und seine erstaunlichste Leistung ist wohl die U-2000 von 1963. Die Szenen, in denen sich die Mondfahrzeuge fortbewegen, wurde durch einen rotierenden Untergrund animiert. Das bedeutet, dass die Modelle der Fahrzeuge fest waren und der Boden von dem Team bewegt wurde. Ursprünglich waren die Natals als Insektoiden gedacht. Für den Kampf auf dem Mond sollten die Aliens ebenfalls Fahrzeuge besitzen, die wie Wanzen aussahen. Das Modell bei dem Raketenstart wurde extra bei einer Metallfirma angefertigt. Das Modell ist absolut klasse und Tsuburaya benutzte es noch in Goras und Befehle aus dem Dunkel. Tsuburaya und sein Team mussten sich die Landung auf dem Mond selber ausdenken. Es gab ja noch keine realen Vorbilder. Und wenn man sich die Landung auf dem Mond anschaut, wie die Raketen gedreht und die Düsen einzeln benutzt werden, um die Raketen zu manövrieren, kann man nur erneut den Hut vor Tsuburaya ziehen. Die Szenen auf der Mondoberfläche wurden auf dem Ihara-Vulkan gedreht. Dort gab es einige Jahre zuvor einen Ausbruch und man benutzte die Landschaft für den Erdtrabanten. Der Mihara-Vulkan spielt immer wieder eine Rolle im Kaiju Eiga. Seine Erwähnung ist wahrscheinlich in Godzilla die Rückkehr des Monsters und Godzilla der Urgigant am bekanntesten. In ihm wird Godzilla erst verschlossen, anschließend durch Terroristen freigesprengt. Als der Anti-Schwerkraftstrahl den Bezirk Ginza vernichtet, wurden die Zerstörungen mit Druckluft animiert. Die Maschinen dafür standen unterhalb des Sets und schleuderten damit voller Kraft die Miniaturen nach oben. In Krieg im Weltenraum bimmelt es nur so von Meckers. Dazu gehören zum Beispiel die Raketen SPIP 1 und 2, die Mondfahrzeuge, die UFOs, das Mutterschiff der Natal, die Spacefighters und die Atomic Heat Cannon. Die UFOs sind die gleichen wie in Weltraumbestien. Es wurden nur die Antennen entfernt und die Farbmuster geändert. Damit die Animation der fliegenden UFOs realistisch aussieht, wurden nicht die UFOs bewegt, sondern der Hintergrund. Die Modelle der Natal-UFOs sind in Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah kurz in einer Einstellung zu sehen. Sie dienen als Dekoration einer UFO-Sekte. Für die FFFI Spacefighter hat man sich an reale Vorbilder gehalten. Sie sind angelehnt an die North American X-15, und der Lockheed F-104 Starfighter. Die Atomic Heat Cannon ist ähnlich wie die Marquelite Cannon aus Weltraumbestien. Später wird das Modell Mota bedroht die Welt umgeändert zur Atomic Heat Ray Gun. Einziger Unterschied, die Atomic Heat Cannon aus Krieg im Weltenraum ist unbeweglich. Die beiden anderen lassen sich steuern. Tsuburaya musste, trotz dass ihm ein ordentliches Budget zur Verfügung stand, Geld einsparen. Es gibt von ihm einen interessanten Satz, nämlich: Unsere Technik wurde aus unserer Armut geboren. Es ist wahr, dass in Japan gerade in der Nachkriegszeit, als auch noch beim Dreh des ersten Godzilla, Rohstoffe und andere Materialien schwer zu besorgen waren. Trotzdem braucht sich Tsuburaya hinter keinem Verstecken. Sein Schaffen und seine Kreativität sind absolut legendär und er gehört ohne Wenn und Aber zu den ganz großen Filmschaffern in der Kinogeschichte. Für Honda und Tsuburaya gab es bereits in dieser Produktion Probleme mit der Finanzierung. Man wollte einen Film so kostengünstig wie möglich produzieren, der sich aber trotzdem gut verkauft. Honda erinnert sich: Wir versuchten, für ein besseres Budget zu verhandeln, aber das wurde abgelehnt. Wenn die Filme besser gemacht sind, würden die Zuschauer dies positiv aufnehmen. Es würden mehr Besucher kommen, die für den Film bezahlen, aber das wurde nicht verstanden. Dem Film sieht man die finanziellen Probleme aber nicht an. Jedoch sind einige Einstellungen nicht gedreht worden, wie zuerst vorgesehen. Dazu zählt zum Beispiel, dass die Zerstörung von Venedig und dem Panamakanal als Miniaturen vorgesehen waren. Aus Kostengründen wurden sie gemalt. Die Sets der Menschen sind ebenfalls sehr groß und beeindruckend. Man nehme nur die Einstellung, als die Raketen auf dem Mond landen. Ein großes Set, in dem man noch einen Teil der Düsen sieht. Auch das Innere der Raketen ist hervorragend realistisch und detailliert gebaut.
Die Szenen auf dem Mond wurden im Hochkontrast gedreht. Das bedeutet, wo die Sonne scheint, ist es sehr hell und wo Schatten ist, ist es sehr dunkel. So wollte man die Lichtverhältnisse im Weltall zeigen. Der Film lebt von seinem visuellen Eindruck. Beinahe jede Aufnahme ist gelungen und ein echter Hingucker. Szenen wie der Test der Laserkanone für die Speeps ist so ein Beispiel. Der Hintergrund des Weltalls hat eine unglaubliche Tiefe und Schönheit. Und der Spaziergang unter dem Mond kann auch heute noch überzeugen. Ist der nicht wunderschön? In diesem Film wirken die Spezialeffekte als auch die Live-Aufnahmen mit den Menschen absolut wie aus einem Guss. Das Team rund um Honda und Tsuburaya hat erneut ihr volles Potenzial gezeigt. Kein Film der damaligen Zeit und bis tief in die 60er hinein kann mit Krieg im Weltraum mithalten. Die Live-Action-Szenen wurden in 40 Tagen gedreht. Insgesamt betrug die Produktionszeit 3 Monate. Akira Ifukube wurde nun für Kaiju- und Tokusatsu-Produktionen zu Hondas Stammkomponisten. Für Krieg im Weltenraum kreierte er einen kraftvollen und unverwechselbaren Soundtrack. Seine Themen sind sehr reißerisch wie im Intro gefühlvoll wie der abendliche Spaziergang und heroisch, als die Menschheit sich mit den neuen Raketen zum Gegenangriff gegen die Natal aufmacht. Dieser bekannte Marsch ist eine längere Version des Fregattenmarsches aus dem ersten Godzilla und wurde im Befehl aus dem Dunkeln zum sogenannten Monster Zero Marsch. Zweite Kompanie, Angriff! Viele Jahrzehnte später verwendete Regisseur Hideaki Anno den Marsch aus Krieg im Weltenraum für seinen eindrucksvollen Shin Godzilla von 2016. In Japan feierte der Film unter Uhu Dai Senso am 26. Dezember 1959 seine Premiere, in den USA am 9. Juni 1960 unter Battle in Outer Space. Und in Westdeutschland kam er am 30. November 1960 unter Krieg im Weltenraum in die Kinos. Laut Wikipedia wurden Szenen aus Krieg im Weltenraum im ZDF 1967 für eine Dokumentation benutzt, da in Mainz der 7. internationale UFO-Kongress stattfand. In der deutschen Fassung wird aus Dr. Adachi Dr. Adachim gemacht. Dr. Adachim. Dr. Adachim, der... Meine Kollegen Dr. Adachim und Major Katsum überrascht Dr. Adachim, dass sie die Schiffe in so... Für mich klingt es immer ein wenig nach Achim. Im Intro des Films fallen einem zwei deutsch klingende Namen auf. Heinz Bodmer und Elise Richter. Eigentlich Richter ausgesprochen. Doch beide sind keine deutschen Staatsbürger. Bodmer war Schweizer und wegen der Kampfkunst in Japan. Richter war Amerikanerin. 1977 erschien zu Krieg im Weltenraum die Quasi-Fortsetzung Der große Krieg der Planeten. Der geplante Titel lautete auch zuerst Battle in Outer Space 2, wurde aber während der Produktion verworfen. Dieser Film, gedreht von Jun Fukuda, der einige Jahre zuvor eine Vielzahl von Godzilla-Epen drehte, ist die japanische Antwort auf Star Wars. 1978 erschien eine andere japanische Produktion mit dem Namen Sternenkrieg im Weltall. In Fukudas Werk spielt wieder Ryo Ikebe mit. Es war seine letzte Arbeit an einer Tokusatsu-Produktion. Anolis Entertainment brachte den Film 2017 in einer hervorragenden Qualität für das deutsche Heimkino heraus. Krieg im Weltenraum lebt von seiner Machart. Der Film bietet dem Zuschauer beeindruckende Spezialeffekte und Schaumomente. Gerade für Weltall- und Raumfahrt interessiert ist dieses Werk besonders schön anzusehen. Untermalt mit der Musik von Akira Ifukube gehört er zu den Non-Godzilla-Filmen der Toho, die man gesehen haben muss. Regisseur Honda folgt erneut nicht der Plumpenkeit der Kriegpropaganda wie andere Filme dieser Zeit. Das macht seinen Krieg im Weltenraum zu etwas Besonderem. Ein absoluter Höhepunkt der frühen Showa-Ära. Die 50er Jahre enden somit mit einem gigantischen Knall und machen den Weg frei für die 60er. Es war Frankenstein.